Never change a winning team. Das ist die Erblast des VW Golf. Und wer A sagt, der muss auch B sagen, die C-Säule in Ruhe lassen und etwas E ins Auto bringen. Und so ist es geschehen. Leichte Ähnlichkeiten mit dem Polo-Design und etwas flacher und sportlicher ausgelegt. Da reichen auch mal ein paar bunte Plastikblenden an gut sichtbaren Ecken. Auch die Abmaße sind nahezu identisch geblieben und den Verkaufszahlen angemessen gibt es 8 Motorisierungen, darunter auch ein Turbodiesel. Erstmals ins Programm kommen auch 2 Plug-in-Hybride mit 204 und 245 PS. Der Basisbenziner mit 90 PS wird wohl unter 20.000 Euro angeboten. Ja, das VW-Emblem ist ja nun deutlich dünnstrichiger gezeichnet, von Kollegen als moderner bezeichnet und von uns als fragil wahrgenommen. Die Abrundung des Golf-Schriftzuges darunter fällt also kaum noch auf. Die radikalste Veränderung ist wohl das umfassend digitalisierte Cockpit und das ist Serie. Erstaunlich, der Golf ist schon auf Car2X vorbereitet, kann also auf kurze Entfernung Infos austauschen mit anderen Autos oder der Verkehrsinfrastruktur. Tja, muss man noch mehr sagen zu einem neuen Golf? Nö.